Hier haben wir unsere Fahrradträger, original von VW Zubehör, die optional zu den T6-Bussen oder zu den Californiern dazu gebucht werden können. Die Fahrradträger an sich sind von uns montiert und möchten bitte nicht abgenommen werden, weil sie so genau an den Stellen sitzen, wo sie hingehören und beim Ab- oder Neuanbau Schäden entstehen könnten. Hier sind die Gurte, die man gleichermaßen für das Festmachen der Fahrräder sowie auch das Festmachen des Trägers an sich benötigt. Man löst die oberen zwei Gurte und klappt den Träger herunter. Jetzt stellt man seine Fahrräder hier rauf, befestigt die Räder mit den Gurten und jeweils am Rahmen mit diesen Schraubaufsätzen. Vier Fahrräder finden hier Platz, bis zu 60 Kilo schwer dürfen sie sein. Und das letzte Fahrrad könnte man optional abschließen, damit es einem nicht vom Hänger gestohlen wird. Alle Gurte, die nicht benötigt werden, während der Fahrt oder wenn man fertig ist, immer wieder zuziehen bitte, weil sie sonst gern verloren gehen. Wenn man die Fahrräder beladen hat, kann man auch die Klappe noch öffnen. Man muss etwas vorsichtig sein natürlich, dass die Lenker nicht aufs Dach schraben, weil da auch das Schäden verursacht. Auf keinen Fall hochklappen darf man es dann mehr, wenn das Hochdach geöffnet ist. Das passt dann wirklich nicht mehr. Die Dämpfer sind zudem aufgelastet, extra für Fahrradträger, damit es leichter zu öffnen ist. Zum Schließen öffnet man wieder diese letzten Gurte, klappt ihn nach oben und schließt den Gurt wieder am Rahmen, sodass er nicht aufklappen kann. In manchen Ländern ist es nötig, ein weiß-rot kariertes Schild hinten anzubringen, zum Beispiel Italien. Um das müsste man sich dann selber kümmern.